Ja, hallihallo und ein herzliches Willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles 3. So, wir machen mal etwas weiter. Eigentlich wollte ich ja ein paar Nebenmissionen machen. Erst aber, ich bin nicht dazu gekommen, von daher machen wir jetzt mal weiter mit der Hauptstory. Und ja, wir gucken einfach mal, wie weit wir gekommen sind. Oder beziehungsweise wie weit wir noch kommen, bis wir wieder leveln müssen. Sagen wir es mal so. So, ich habe mal die Kamera ein bisschen dunkler gemacht. Ich denke mal, das ist besser. So, Moment, wo ist denn überhaupt unsere nächste Hauptmission? Ach ja, stimmt, wir mussten uns ja noch. Ja, stimmt. Oh, ich habe die ganze Zeit PlayStation gespielt und drück immer die falsche Taste, ne? Genau, hier müssen wir hin. Pausenraum der Wache, na, sehr schön. Das war jetzt aber ein schneller Sinnesmantel. Ja, naja, ganz unschuldig sind sie ja nicht. Ja, ich meine. So, was haben wir denn hier noch? Nichts, oder? Doch ein Container. Ansonsten ist hier wohl anscheinend alles zu. Na gut. Ich frage mich ja immer noch. Ah, Moment, hier vielleicht. Ich wollte gerade sagen, wie ich da oben zu dem Container komme. Alles klar. So, sehr schön. Gut, dann ruhen wir uns mal aus. Make the most of our break, guys. Was gibt's denn hier Schönes zu essen?
Erythia-Sashimi. Na, mal gucken. Delicious. I'm feeling energized already. Oh, 40% mehr Klassenpunkte. Das ist nice. Das ist nice. You want to cut off those locks? No, but it's so pretty. Hair is like lifeblood of girl. Not to be chopped like so many noodles. Not exactly. I can't decide. Should I cut it or just leave it alone? Why ask? Just do whatever you like. You gotta keep it long. It'd be a crying shame. Well, this body, it's been granted to me by my other self, right? I don't know if it's fine for me to just snip. Yeah, that's a big question for sure. Hmm. The hair doesn't just belong to me, but it's... It's what? It's such a pain in the ass to wash! Huh? What? I just can't smart and deal with it! How she'd ever have the patience? The washing takes ages, and the bedhead's a nightmare. And don't get me started on the latrine! Whoa! Say no more, love. Oh, Mimi. So, what do you think? Well... Look, why don't you just ask Noah? This has nothing to do with him. It's my problem and mine alone. Is it just that you're looking for permission? I'd also settle for a no. Hmm... Right then, let's sort this out. We'll decide for you if you want. But afterwards, you better not come crying, got it? Mm, I won't, I promise. Ich weiß nicht. Ich hätte sie ja gern wieder mit den alten Haaren. The Cloud Keep, you say? Yes. It's where the Queen of Agnes lies sleeping. And this is the key we need to get there. You could throw yourself off. But it wouldn't be enough. Such is the fate of Amobius. You should know by now. It's you. We've met before, when you were still human. Your Majesty, my queen. I will go to sleep, for a good long time indeed. That should keep me out of Zed's claws. Take this. Whenever it is I wake up again, the world will be ripe for a change. Until that time, keep it safe. You should give it to those who deserve it. How will I know who? They'll come before you. Of that I have no doubt. But why choose me? Because you, nay, the two of you one day, you will certainly meet your true selves. Our true selves? Huh? I must say, I'm surprised by the location. It's right in the vicinity of Gamma and Nine. How has it escaped detection for all this time? The area around the keep, it's absolutely swimming with black fog. And there's optic camouflaging on the structure itself. So that'll be why. Is that all from Em's memories? Hmm. All stuff she passed on to me. Crazy. Gondo, you knew Em? Yeah. From a pretty long way back. She's the one who gave me that bloody thing in the first place.
She said you lot were our last hope. Asked us to lend you our assistance and junk. She must have been guarding the Queen's words. Yeah, for proper yonks and yonks, and no mistaking. And that's also the reason that you were waiting for us. Cooped up there all that time. Busted. And the thousand lives thing. What was all that? Nice spiel, right? I wrote it. Are you serious? Snuff, that's a letdown. You what? Let's head out as soon as we're ready. Mobius is still out and about. We don't have to worry about Mio's lifespan anymore. But we can't just sit around, okay? Yeah, definitely. Guys. Mm-hmm. There's a place, other than Cloudkeep, that I really need to go to. Really need? Seems you're rather troubled. Are you certain it's really that vital? It's Colony Omega. Omega? What? No, wait! It's still there? The colony I lived in with Miabi. It was under the control of Mobius Y. I learned something important from the other me. Miabi's still alive. This Miabi, she clearly means a lot to you, then. I'm happy to leave the decision to you. Of course, we can head for the keep first. This is something personal for me. Right. I hear you. Okay, to Omega. If Mio's saying she has to go there, then we will. We'll make it high priority. Thank you, Noah. Stinks. Frickin' Sword of Origin thing. You made me look like a complete idiot. The unexpected doth come to pass. Deeply fascinating. Yeah, but what's the plan? You're not gonna want to let it slide, surely. We acknowledge and accept. Whether outside, or indeed within, all is part of the flow. Man, you're like a broken record. It is, after all, part and parcel of my being. I'll just do things my way, then. Ouroboros. They're nothing without what we gave them. Got a problem, Y? I shall claim primacy. Okay. Zum Capricorn-Gipfel. I guess we'll be heading out once everyone's ready. First off is the West Gate, right? Ich verlasse mich ungern nur auf euch. Ich glaube, ich komme besser mit, damit alles reibungslos verläuft, oder? Solange du dein Schandmaul mal ein bisschen zügelst gern. Sobald ihr euch nicht mehr wie Flachpfeifen benehmt, werde ich aufhören, euch wie Flachpfeifen zu behandeln. Ah ja. Oh, ihr seid es. Alles in Ordnung, Gondor? Nun, dieser Kerl hier meinte eben, dass er meinen Rat bei etwas bräuchte. Habt ihr schon Seekers Bekanntschaft gemacht? Also, worum geht es denn? Muss ja ganz schön wichtig sein, wenn du dich dafür extra an mich wendest, hm? Das ist es in der Tat. Die Leute vom Lager breiten sich auf eine baldige Rückkehr zur City vor. Sie wollen schon bald aufbrechen.
Ihr schickt sie also zurück? Ganz recht. Aber, dass sie zur City zurückkehren, sind doch sicher willkommene Neuigkeiten. Oh ja, durchaus, aber es gibt da ein kleines Problem. Es sind zu viele, um sie alle mit Leffnis-Transportern zu befördern. Deshalb haben wir vor, sie mit Hilfe eines Boots zum Panorama-Cup zu transportieren. Verstehe, und du möchtest unsere Hilfe, um einen reibungslosen Transport zu gewährleisten, richtig? Ja, die Logistikeinheit wird das Boot bereitstellen. Dani von der Nachschubabteilung der Logistikeinheit gibt euch sicher gern weitere Details zum Ablauf. Okay, klingt soweit gut. Aber wenn mir jemand krumm kommt, erwarte nicht, dass ich mich zurückhalte. Okay. Ich traue euch immer noch nicht über den Weg, aber da erzähle ich dir sicher nichts Neues. Nein, aber vielen Dank für die Erinnerung. Wenn du jedoch die Vor- und Nachteile abwägst, ist es ein fairer Deal. Leute, ist mir unangenehm, euch fragen zu müssen, aber könntet ihr das übernehmen? Ja, super. Haben wir eine Wahl? Naja, zumindest klingt das ziemlich unkompliziert. Ich bin mir sicher, mit so viel erfahrenen Helfern läuft alles glatt. Gut, dann will ich euch nicht weiter aufhalten. Ich sehe, dass einige Relationen haben verändert. Let's go someplace else. So, auf geht's. Kann ich da nicht auch einfach schnell reisen? Bestimmt. So, dann gucken wir mal, ob wir da drüben doch weiterkommen. So, diesmal greife ich die nicht wieder an hier. Mia, your hair. You're used to it like this, right? So I just pulled it free. No, I mean lucky seven. Hmm. Well, seem like it. It's not changed one bit. Well, obviously. Shape just cosmetic. Pardon? People and Ouroboros also not change. Before pulled free, Mobius power not affect it either. Right. Hmm. Lucky is simple contraption. What actually matter, Noah? The will of the wielder. If understand, then why ask? Just who are you? Riku, just Riku. Common variety Noppon. And how's a common Noppon get his wings on this? As said, receive from Master Pon to keep safe. Really? What Noah possibly think? Riku mustered up some big fancy lie? What Riku say funny? Nah, all good. We'll say I believe you. Meh meh? Riku bothered by that wording. Don't worry. I think I get it now. Oh? Nonetheless,
Lucky Seven is something we'll have to cherish as we go on. Riku, thanks a lot. Marvelous. Deft motions with nary a sign of hesitation. The footwork, remarkable. Thee especially. Oh, how gladdened I am to have awoken thee. Miyabi, my most valuable puppet. Guide them forth with thy inimitable melody. These waifs, these immaculate strays.